Okay, wir hören uns erstmal. Oh, rest in peace. Was da passiert? Mein bester Freund ist heute gestorben. Im Abstrakten bedeutet der Tod eines einzelnen Menschen natürlich nichts. Ein unbedeutender Tropfen in einem Meer von Milliarden. Aber die Welt ist mehr als nur Abstraktion. Die Realität ist immer spezifisch, auf schmerzhafte Weise. Dieser eine besondere Mensch, den es nur einmal in der kompletten Unendlichkeit von Raum und Zeit gab. Dieser Mensch war mein Freund. Aber er kommt nicht zurück. Egal wie sehr ich es mir wünsche. Alles, was ich letztlich tun kann, ist weiterzuarbeiten. Denn diese Spezifität, diese Einzigartigkeit von Menschen, von tatsächlichen Menschen, ist erhaltenswert. Ja, Mädel, das tut mir jetzt natürlich leid, dass der beste Freund gestorben ist. Da kann ich leider nichts dran ändern. So, ich muss mal eben was gucken hier. Den brauche ich ja nicht mehr. Hehe, geil. Cool. Aber was, wo aktiviere oder deaktiviere ich die denn? Geil. Cool. Sache. Wie mache ich das jetzt? Ey, stopp. Pass auf, warte mal. Wie mache ich denn das jetzt? Warte mal, den machen wir erstmal weg. Kann ich, ja, ist ja gut. Warte mal, ich muss mal gucken. Das geht nicht, ne? Nee, das wäre auch zu schön gewesen. Wie soll ich das denn bitte machen? Was? Warum soll man die da stapeln? Was würde das bringen? Interessante Physik. Ja, schön. Bringt also gar nichts. Warte mal, ich glaube, der hier ist auch völlig. Hallo, lass mal durch. So, der ist erstmal. Was? Was macht denn der da? So, das ist ganz toll, ne? Das ist richtig schön. Bringt mir aber überhaupt gar nichts. Kann man den nicht abschalten oder so? Und dann erst wieder aktivieren, wenn ich ihn brauche? Nicht so ganz, ne? Gab es ja nur den. Das bringt ja nichts. Warte mal, ich muss mich mal. Was gibt's denn hier überhaupt zu reden? Den Turm zu besteigen ist nutzlos. Wir können den Kreislauf nicht entkommen. Wir können nur erkennen, dass er einen Sinn hat. Keinen Sinn hat. Frühere Generationen haben fälschlicherweise angenommen, dass sie das Ziel waren. So viel ist wahr. Auch wir sind nicht das Ziel, aber wenn wir uns an das erinnern, was uns vorangegangen ist, können wir einem neuen Ziel dienen. Oh Gott. Ja, schön. So, irgendwie erinnern mich diese komischen Dinger, die kann man doch wegschieben, oder? Das sieht fast so aus. Aber ich glaube, es bringt mir so nichts. Ich kann ja die Dinger auch nicht. Warum kann man hier hin? Ich kann hier nichts machen. Das sieht so aus, könnte man das verschieben, ne? Deswegen sage ich gerade. Okay, was wollt ihr hier von mir? Ist schon bewusst, dass ich da oben rein muss, aber ja. Du
Problem ist, ich kann das Ding nicht aktivieren, wenn ich... Geht nicht schnell genug, ne? Mal, probieren wir was. Ne? Was soll ich denn da reinstellen? Was würde das bringen? Ich glaube gar nichts. Warte mal, ich probiere was anderes aus. Ja, da kann ich da drauf hüpfen, aber... ja, das ist schon klar, was da passieren soll, aber irgendwie. Nicht so ganz schlüssig bisher. Was bringt das denn, den da abzustellen? Das bringt doch überhaupt gar nichts, oder? Gar nichts. Ich habe den dann zwar da oben, aber ich kann ja hier nicht springen. Das ist das Problem. Was ist denn da überhaupt? Das ist, wie geht's denn da überhaupt hin? Ich wüsste jetzt gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Ganz ehrlich, Moment mal. Kann das sein, dass ich da gar nicht hoch muss? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Man da oben ist. Vielleicht ist da ein Schalter, den ich noch nicht sehe. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Tja, ich muss auf einen von diesen Dingern drauf. Und dann mit nach oben fliegen. Aber das... wird so gut wie nicht klappen, oder? Also ich wüsste nicht, wie das... Leertaste zum Ziel springen, ja, toll. Wenn ich mich dann draufstelle, war es das. Das Ding alleine fliegen geht, ja. Und so dutze ich den wieder weg, klar. Ich verstehe nicht, wofür der hier gut sein soll. Warte, ich glaube, ich weiß. Warte mal. Gib mir den nochmal her. Ich glaube, ich weiß, wie das... Ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. Warte mal, den... Mach mal den raus. Leg den mal dahin. So, stellen wir den hier hin. Nehmen den, stellen uns hier drauf. Oh Mann, ja. So, jetzt sind wir hier. Und was mache ich jetzt hier? Ich hier. Ich muss da oben drauf, ne? Oben rüber. Genau, und dann muss nämlich hier noch ein zweiter sein. Ja, schon klar. Okay, ich hab's verstanden. Pass auf. So, nehmen wir den. Den da reinstellen. So. Den ausmachen, hier hinlegen. Den nehmen. So, hier hinstellen. Alles klar. Prinzip verstanden. So, dann hier drauf. Umfahren. Den nehmen. Ach so, nee, das geht doch nicht. Ich muss da erst. Kann ich hier reinhüpfen dann? Ich glaube, das müsste. Na, ich weiß nicht, ob das geht. Aber so müssen wir es auf jeden Fall in der Art machen. So, hier hinstellen. So, wir können den einen eigentlich schon mal nehmen. Den nehmen wir direkt mit. Wenn ich das schaffe, jawohl. So. Jetzt haben wir den hier drin. So, der ist da oben. Jetzt nehme ich den nochmal weg. Ja komm, lass mich da hin. So, zack. Den wegnehmen. Den wieder nehmen.
So, dann können wir uns den gleich nämlich wieder aus dem laufenden Betrieb nehmen. Den hier hin, den nehmen. Okay, so. Den da rein. So, was müssen wir jetzt tun? Problem ist. Da nicht rein, ne? Ich komme hier nicht rein. Doch. Warte mal, das ist... Ja. So, jetzt nach oben. Scheiße. Aber genau so ist es gedacht. Genau so ist es gedacht, ja. Genau so ist das gedacht. Genau so ist es gedacht. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen arg knifflig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist nicht ohne. Das ist echt nicht ohne. Das ist echt nicht ohne. So. Boah, Alter, ey, was ein Rätsel. Den hier hin. Nein. Okay, fuck. Ficke die fuck. Zack, weg. So, zack. So. Musik wird auch leicht anders, wenn ich hier bin. Mist, dann geht er zur Seite weg. Also es ist nicht am verkehrtesten, aber es ist irgendwo noch ein bisschen verkehrt. Wenn ich eigentlich... Das wäre ja auch zu schön, wenn ich den da unten einsetzen könnte, wenn da nichts draufsteht. Also ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Definitiv im richtigen Weg. Ich muss nur irgendwie noch dann den Sprung da schaffen. Das weiß ich noch nicht, wie ich das genau mache. So, jetzt lassen wir den wieder da rein. Okay, sehr gut. So, den hier hinstellen. So, den wieder dahin. So, dann hier reinhüpfen. So. Ich kann ja auch nicht in die Hocke gehen, ne? Das ist es ja. So, jetzt bin ich hier oben. Jetzt kann ich hier aber nicht hochspringen. Das reicht noch nicht. So, da ist nämlich eine Leiter und da geht es auch weiter. So, wie komme ich jetzt? Ja, komm schon. Muss doch gehen. Flickst nochmal. Da drauf? Wie komme ich da drauf? Ja, wenn ich jetzt hochspringe... Boah, ist das wirklich so gedacht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gedacht ist. Ach, Kacke. Scheiße. Entschuldigung. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so gedacht ist. Sein. Wie soll ich jetzt den einen noch da oben drauf kriegen? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Das ist mir echt ein mega Rätsel. Ich bin mega verwirrt. Ich bin echt mega verwirrt. Ich bin dann oben, ja, so viel ist klar. Aber wie kriege ich den einen noch da drauf? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Ne? Und
das geht nämlich nicht. Das ist das Problem. Dass das nicht funktioniert. Das ist genau das Problem, was wir haben. Hui, schreibt doch mal in die Kommentare, was das eventuell für eine Lösung sein könnte, bitte. Das wäre gerade sehr hilfreich. So. Mal überlegen. Also, ich kann auf jeden Fall auf den zweiten. Und dann muss der dritte irgendwie noch mit oben drauf. Wie soll das gehen? Wie soll ich das bewerkstelligen? Wie soll ich das bitte bewerkstelligen? Das haut ja schon nicht hin. Das hier funktioniert ja noch. Das lasse ich mir ja noch gefallen. So, dann nimmt man den. Jetzt will ich noch mal was wissen. Warte mal, kann ich vielleicht... Dann würde ich dagegen kommen. Warte mal, ich probiere mal was. Nimm mal den... Oh, scheiße. Ah, das war jetzt nix. Und... Ich dachte, ich kann den austricksen, aber anscheinend geht das doch nicht. Moment. So, wir stellen den mal wieder da rein. So. Jetzt nehme ich den und wenn ich jetzt hier so gehe. Ah, alles klar. So, und wenn ich jetzt hier so gehe. Komm schon. Ja! Okay, das war jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gecheatet. Aber es hat geklappt. Sehr gut. Okay, was ist jetzt hier los? Netzwerk nicht verfügbar. Zusätzliche Hardware erkannt. Ein externes Gerät. So. Device Manager. Boah, Alter, was ein Gekluse gerade, ey. Meine Fresse. So, scanne nach externen Geräten. So, Aufzugssicherheitskonfiguration wird aktualisiert. So, aktuelle Betriebsparameter, machen wir mal. Suche verfügbare Aufzüge. Ja. Stockwerkzugangskontrolle. So, Stock Nummer 3, bitte. Oh, durch den Code geschützt. Haben wir den schon? Ne, den haben wir noch nicht, ne? Das ist aber doof. Wir haben noch gar keinen Code. Zumindest wüsste ich ihn nicht. Mal gerade gucken. Gerät, Modell, Lieferant, insgesamt ein Aufzug zugänglich. Verlassen Sie das Programm. Moment, abbrechen. Gehen wir nochmal rein. Vielleicht können wir den Code hier irgendwo abrufen. Das Netz. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass das Netz an diesem Punkt bereits vollständig aufgegeben worden wäre. Aber der Internetgebrauch ist an den vergangenen Wochen erheblich gestiegen. Alle reden miteinander, sie versuchen Lösungen zu finden, tauschen Geschichten aus, verabschieden sich voneinander. Es ist so, als ob der gesamte Planet versucht, Verbindungen herzustellen. Als ob all diese ungleichen Gruppen von Menschen zu finden versuchen. Idioten und Genies gleichermaßen versuchen, ein letztes Mal so menschlich wie möglich zu sein. Ah, Twitter, Facebook. Der Effekt ist fast der, der uns immer versprochen wurde, wenn es um das Potenzial des Internets ging. Und große Teile des Internets sind jetzt kostenlos. Und wer kümmert sich dann jetzt und noch um Geld? Da können wir genauso gut auch ein bisschen Spaß haben. Wenn einige von euch gerne reden würden, besonders diejenigen, die ich seit langer Zeit online kenne, schickt mir bitte eine E-Mail. Ich würde mich gerne verabschieden. So, also irgendeine Katastrophe scheint passiert zu sein, weil sich alle verabschieden wollen. Lies mich. Wenn du das hier lesen kannst, ich bin mir nicht sicher, wie ich diesen Text verändern kann. Mein Name ist The Shepherd. Ich will dir helfen zu fliehen. Elohim und Samsara haben mich ausgetrickst, sodass ich mich selbst eingesperrt habe. Aber ich bin nicht ganz an die Zeit gebunden. Ich habe den Code, nach dem du suchst, aufgeschrieben und ihn angehängt. Scheiße. Er hat ihn irgendwo angehängt. Mathematik.eml. So, Ian Verteiler, Alan Jameson, danke und auf Wiedersehen. Wir hoffen sehr, dass ihr unseren Selbstmord nicht als ein Zeichen unserer Enttäuschung an euch, unserer ungebührenden Würdigung, eurer Freundschaft oder unserer Unzufriedenheit mit unserem Leben wertet.
Rückblickend könnten wir ehrlich sagen, dass wir uns unglaublich glücklich fühlen und alle kennengelernt zu haben und an diesem fantastischen Projekt teilgenommen haben. Und wenn wir auch nur ein kleines bisschen zur Zukunft der Menschheit beigetragen haben, dann können wir nichts anderes als Dankbarkeit spüren. Es ist ein echtes Privileg, solche Einsichten in die Natur des Geistes gehabt zu haben. Keiner von uns glaubt an Gott, aber wir haben sicherlich dieselbe Art von Ehrfurcht erfahren, die sonst mit religiösen Erfahrungen assoziiert wird. Zumindest nach Einsteins Verständnis von Gott. Wir haben uns entschieden, jetzt zusammen zu gehen, weil das bedeutet, dass wir weniger Leid erfahren werden. Ein letzter schöner Tag zusammen scheint ein viel besseres Ende als ein langes Dahinsiechen zu sein. Wenn man es so betrachtet, ist alles nur Mathematik.